Hallo! Um die Merkregel des Kreuzprodukts besser verstehen zu können, schauen wir uns erstmal das Kreuzprodukt an. Wir haben den Vektor a und den Vektor b und wir rechnen nun a kreuz b. Das ist das Ergebnis. An einem Beispiel kann man es sich viel leichter erklären. a2 mal b3, also a2 mal b3, minus 1 mal 5, minus a3 mal b2, also a3 mal b2, 4 mal minus 3. Und genau das, was hier steht, macht man in den anderen beiden Koordinaten auch und bekommt dann das Ergebnis. Um sich besser merken zu können, welche Variable wo steht, schreibt man das hier auf. A1. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com